shut up, this is incredible music. I agree. And the guy. Gib dir doch endlich mal her, die Alte. Telefoniert mit deiner Mutter. Sie denkt die ganze Zeit, Hathaway, die Mami. Hathaway, What is Love? 2009, some Bulgarian story. What is love? Baby don't hurt me, das hat ja deine Mutter gerade das Telefon gesungen. Baby don't hurt me. Was heißt Baby, dann hört mir niemand, hört mich. Ey, merke dir mal, ja, was du an anderen kritisierst, das hast du an dir selbst. Das ist eine Metapher. Das ist keine Metapher! Ja, jedes Mal wird so ein Blödsinn immer denn verwendet, wenn es vollkommen unangebracht ist. Da fällt dir das spätestens auf, oder? So, liebe Wahl. Der hat noch den Sinn von Menschen verstanden. Du weißt nicht, was Menschensinn bedeutet. Was das bedeutet. Oh, das ist schrecklich, der Kerl, ey. Nenn ich das. Alles in Sichtung. Wenn ich mal Tüte im Fertig ist. Nicht existent. Nicht existent. Wir werden vollkommen ignoriert. Die zwei Hunde. Ja, du darfst mich noch mehr ablecken. Je mehr der dich zurückweist, umso mehr darfst du mich knutschen. Diese Kerle! Ey, Alter, diese Kerle! Die schlagen jede Fix dafür, dass er mich lieb hat. Na, kratzt er sich gleich ganz rechts am Ohr. Ja? Was soll der sonst machen? Dank Benedikt weiß ich, dass diese Hundespeiche einfach mal das beste Desinfektionsmittel ist, was es gibt. Und wozu brauche ich denn, muss ich denn Wasser verschwenden und mir einen Waschlappen suchen, wenn mich so ein Hund sauber leckt von sich aus, was er total gerne macht? Weil er sonst nichts anderem hier benötigt wird gerade. Aber der stellt sich das genauso wie ich vor. Wir könnten so viel tolles Zeug zusammen machen. Der will uns nicht immer nur ablecken müssen. Der will uns auch tolle Sachen bringen und irgendwo hochspringen und Purzelbäume schlagen und singen vor allem. Vorhin habe ich Idefix angeguckt und ist mir klar geworden, hey, wir,
Die Hunde. Wir haben so eine laute Stimme. Wir können so schön singen. Wir müssen gar nicht reden. Wir müssen nur singen. Was sagen denn sonst diese Stimme? Damit diesen Gesang irgendein Mann versteht und irgendwelche. Und umgedreht. Der Mann bringt doch die Frau als zum Singen. Sonst müssen wir das Maul gar nicht offen machen. Manch einer schreit, manch einer heult, manch einer singt, manch einer schweigt. Aber verstanden wir trotzdem, es wird trotzdem nicht. Das Baby fängt schon an mit Schreien. Nochmal. Der schreit hat nicht Unrecht. Der schreit weiß es noch nicht besser. Der hat niemals Unrecht. So ein Baby hat auch kein Unrecht. Die Mutter hat einfach nicht kapiert, was das Baby braucht. Und das Baby rumschreien. Die muss mit Medikamenten vollpumpen. So wie meine Mutter erzählt hat, das muss schreien. Ja, das Kind, das ist die einzige Arbeit, die es hat. Schreien müssen. Nur meine Mutter erzählt, ich frage, woher willst du das? Von der Großmutter. Hä? Wieso muss denn das Kind schreien? Wieso hat es denn sonst keine Arbeit? Das Kind hat eine Arbeit. Das will zugucken, was die Mutter macht. Deshalb ist es die ganze Zeit auf dem Arm und schaut ihr über die Schulter. Weißt du? Das hält sich fest und lernt durch zugucken und zuhören und fühlen. Und weiß, dass es nicht alleine ist. Das ist die Quintessenz auf der Suche nach dem Glück von einer. Die es wissen wollte. Ja. Mario. Der Adam. Der hätte den Finger nur krumm machen müssen, ich weiß. Nicht mal krumm, der hatte den krumm. Der hätte sich anstrengen müssen, um den Finger gerade zu machen. Weil dann hätte Gott ja berührt, ja. Aber vielleicht hatte der einfach keinen Bock. Weißt du? Kennst du es nicht? Wenn du da irgendwo total entspannt liegst und du dich einfach überhaupt einen Fensterform 1 mm rühren willst. Und wenn da noch so eine Eva im Hintergrund nackig zu sehen ist, dann glaubst du nicht, dass der keinen Bock hat, einen Finger gerade zu machen und sich zu melden. Der braucht keinen Gott da, weißt du, schnell so als ein Dörtchen Kerl. Ey, ja, das kannst du so und so sehen, weißt du. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass so Adam, weißt du, so, das ist ja einfach nur, na Mann, warum nur nicht, hä? Wir müssen die einfach da so Finger vormachen. Das kann nicht sein. Da ist vielleicht noch andere, die das viel besser können. So. Wozu muss ich mir noch der Hand das machen, weißt du, und mir Waschlappen ins Gesicht tun, damit wenn da ein Hund kommt und der das von freiwillig sowieso total gerne macht. Ich würde mal das Thema so noch nie anschneiden. So dumm nie. Na? Würde ich mal anschneiden wollen in dem Zusammenhang. Das ist ein praktischer Hund. Wenn der in so einer Bankerbude hier leben muss. Ist da. No. Dude, Karl. Ja, Karl, das bist du. Karl, das ist die Pflanze, die den Melmakern ihre Immunität verleiht. Karl. Ein schwieriger Patient.
dieser Patient. Alf, ein schwieriger Patient. Ein schwieriger Patient. Lauter schwierige Patienten. Reich Ranicki über Bertolt Brecht. Lauter schwierige Patienten. Reich Ranicki über Erich Kästner. Alf, S04E12. Ein schwieriger Patient. 24, 46. Schon nach Mitternacht. Ich hab den Grill angesteckt, Flo. Jetzt brennt die Räder. Gasleitung überprüfen. Alles ausflüchte. Ich hab die Bedienungsanleitung verloren und dachte nicht, dass sie mit einem Sonnenwerfer. Es wird gepitcht. Es wird gepitcht. Damit will ich auch klingt, kleiner Junge. Werden wir von verzichten müssen? Alles Kinder. Ich der Gartenblitze. Alles Kinder. Dann versuch mal damit. Das ist kein bisschen Fleisch an den Schlag. Genau. Ja, stehen. Ich kann es einfach nicht mit Antimäre und mit der tierischen Nahrung die Arterien verstopfen. Vielleicht sorge ich mich einfach zu viel um euch. Ich weiß nicht, Willi, aber es ist mir ganz danach aus, als geht's gleich Regen. Nur ein paar Wolken sind gleich wieder da. Naja, er will es einfach nicht sehen. Mit seiner Brille will er es nicht sehen, dass es regnet. Ich sag's dem, er will es nicht sehen. Ja, ja. Mit seiner Brille vergessen. Alles klar? Da bist du schon wieder, ja. Alles? Trotzdem vielen Dank.
Willi! Was ist jetzt? Kannst du mal einen Moment rüberkommen? Ich bin beschäftigt, Alf. Aber es ist wichtig. Worum geht's? Es geht um mein Kissen. Es rutscht dauernd runter. Es muss noch aufgeschüttelt werden. Sonst noch Wünsche? Naja, es wäre jetzt Zeit für eine Fußmassage. Du hast eine einfache Erkältung. Es ist nicht die Pest. Es ist nicht Malaria. Es ist nicht das Rocky Mountain Flex Fieber. Und so eine Erkältung dauert eine Weile. Wenn du nichts dagegen hast, dann gehe ich jetzt zurück in die Küche und mache das Essen fertig. Du machst das Essen? Dann weiß ich, dass Geld versucht, mich umzubringen. Geld ist zum Einkaufen mit einer langen Liste von teuren Sachen, die dir helfen und deine Leiden lindern sollen. Ah, das wird schon zum Überleben. Ein bisschen Lesestoff, ein Dutzend Videos, Aspirin und ein kühles Sauerstoffzelt. Kühles Sauerstoffzelt waren auch. Typisch. Michael Jackson hat noch eins erwischt. Findest du nicht, dass du etwas übertreibst? Das geht jetzt schon über eine Woche so mit dir. Du müsstest dich wirklich langsam besser fühlen. Leider nicht. Ich fühle nur, dass es immer schlechter wird. Meine Ohrläppchen fangen schon an, mir weh zu tun. Weißt du, wer dich nicht genau kennt, könnte glauben, du nutzt diese Situation aus. Und wer dich genauer kennt, denkt das auch. Temperaturmessen, Alf. Wie angenehm. Behalte das Thermometer diesmal ein bisschen länger im Mund. Deinen eigenen Rekord um eine Sekunde überboten. Hier sind die Bücher, die du haben wirst. Wie geht es uns denn heute? Als hätte mich jemand drin, Mäuse, die da sind. Das ist schrecklich. Du bist ganz schön raffiniert. Mut geh nicht noch. Willi. Aber ich fühle mich wirklich schlechter. Meine Erkältung war in einer Woche vorbei. Ist es nicht interessant, dass sich deine so lange hält? Sieh dir doch mal meine Nase an. Da ist so viel Platz drin, dass ich die Viren eine eigene Republik gründen kann. Ich höre gerade den Außenminister sprechen. Das ist schon komisch. Das ist ja. Pass ihn mal an, Willi. Na was? Er glüht ja förmlich. Ich hoffe, es überläuft dich dabei eiskalt. Entschuldige, Alf, ich dachte nicht, dass es so ernst wäre. Er dachte es nicht. Naja, nimm mich ruhig von der komischen Seite. Ich hole dir was zu essen. Mir kam da gerade ein schrecklicher Gedanke. Erinnerst du dich an den Film Krieg der Welten? Das ist ziemlich lange her. Wieso? Was ist da mit den Außerirdischen passiert, als sie den Erdbakterien ausgesetzt waren? Du glaubst doch nicht. Ich weiß es nicht, aber... Naja, ich weiß es einfach nicht. Könnt ihr mir mal einen Dreckschaber bringen? Hier spricht Willi Kenner. Oh ja, es geht mir gut, sehr gut. Ich meine...
und ich muss dauernd husten. Meine Massage. Ich bin ziemlich unleidlich. Ja, das habe ich auch erst gedacht, aber die Sache dauert jetzt einfach zu lange, finde ich. Und ich weiß nicht, liegt da irgendwas in der Luft, von dem ich nichts weiß? Oh, ich verstehe. Na dann, vielen Dank. Danke, Sir Doktor. Ja, sicher, ich verstehe. Was kann ich auf Wiedersehen gesagt? Er sagt, irgendwas liegt immer in der Luft. Der Mann ist ein Genie. Alles ein bisschen Würstler. Deine Lieblingssuppe. Fitzeit. Alles geht es sehr schlecht, wisst ihr das? Naja, ich glaube, wir müssen noch ein paar Tage abwarten. Und wenn es dann immer noch kein Zeichen der Besserung gibt, müssen wir es riskieren und einen Arzt hinzuziehen. Ja. Dresch! Gay! Billy! Guck mal her! Seht mal, was ich gefunden habe! Schon gut, mir fehlt dich. Nur ein bisschen wackelig auf dem Bein. Gerald. Seht mal. Das ist ein Kral. Sogar ein bisschen Ähnlichkeit. Er spricht dem Fieber, Willi. Das ist ein Bild von einer Pflanze. Kral. Kral ist der Name der Pflanze, der die Mehlmacker ihre Immunität verdanken. Kral sah jedenfalls genauso aus. Gib nur? Ich weiß nicht alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir das hilft. Aber es ist einfach okay. Da müssen wir wohl ein bisschen helfen, also. Mal etwas Gemüse und helfen. Wir sind einfach am Sackel. Sehr voll, wir kommen nur unseren Garten für dich. Ach, bitte. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, könntest du die Klimaanlage anstellen? Ich komme mir vor wie Backofen. Ich hab sie schon so kalt eingestellt wie es geht. Kiffwurst wird gleich fertig. Wozu soll denn Kiffwurst gut sein? Du hast doch gesagt, ich soll das Zeug für dich backen. Na, reizend. Schrei den Todkrank noch an. Fangen Sie das Fieber denn endlich mal runter. Was ist denn? Really? Sieh, da steht der Todesengel. Lauf! Alles Gute. Das ist Felix. Ach, ich wusste, es würde so enden. Ein Virus. Kiffwurst. Wir standen in ein U-Boot, wo es nichts zu essen gibt, außer Saubohnen. Bleib bei uns, Junge. Wenn es fertig gebacken ist, was müssen wir dann tun? Naja, einige von uns machten Pralinen drauf. Pralinen? Und haben sie dann abends mit ins Kino. Kino! Ja, ich muss mir jetzt was anderes einfallen. Ich will mal nach dem Kiffwurst. Sie soll sich nicht so aufregen. Solange ich nicht glaube, ich wäre mit Mickey Mouse und Donald Duck im Disneyland von Tokio, ist noch nicht alles verloren. Na, sehr gerne. Du bist wieder gesund. Wir lassen dich nicht im Stich. Wir haben das Eis für die Badewanne. Na,
war großartig. Ich liege auf dem Totenbett und ihr holt Eis und macht ein Fass auf. Wir haben das Eis für den Fall besorgt, dass dein Fieber nicht runtergeht und wir dich darin einpacken müssen. Bis zu den Knien fühle ich mich wohl. Von da an aufwärts ist mir reichlich komisch zumute, auch wenn ich mich auf Eis lege. Für alle Fälle in die Badewanne. Komm mit, Brian. Du bist doch im Arsch. Willi, zieh die Schlittschuhe aus, mach mal Pause und setz dich hin. Ich möchte mit dir über meinen letzten Willen sprechen. Es ist nur fair, wenn ich dir sage, ich habe einen Haufen Schuld. Das ist doch jetzt nicht der Moment. Was für Schulden? Ich lass dich mehr im Kopf, was soll ich mir Sorgen machen? Dann sprechen wir mal über die ewige Ruhe. Ich stelle mir eine Pyramide vor, gar nichts Besonderes. Nur ein einfaches, von Menschen geschaffenes Wunderwerk mit Blick auf die Terrasse. Wie geht es Ihnen? Oh, Schneewittchen und die 77 Zankzwerge. Macht ihr den Damen nicht? Er fantasiert, das ist aus einem Mittenmarkt-Märchen. Vielleicht. Wahrscheinlich immer böse Stiefel. Oh, hey, da bist du ja. Ein Obst im Badezimmer. Du bist ein blauer Reisebrot. Oma Schambe wird dir gleich den Rüssel putzen. Wir müssen ihm jetzt was Zeug geben. Ja. Wir werden sie ihm einstopfen mit Gewalt, wenn es sein muss. So wie es ist, sonst können wir hoffen, dass es hilft. Da bist du ja. Hast du den Schneehasen im Garten gesehen? Ach, ich glaube, sie hat die Blumenpinzette vergessen. Geil. Wo ist der Sumo? Ohne Sumo krieg ich den Schokoladenfutter nicht runter. Ich kann mich ja nicht mehr erinnern. Diese Erkältung war die demütigendste Erfahrung meines Lebens. Ja. Ich hatte fast ein Gefühl von Menschlichkeit. Ey, dazu gibt's noch die erste Folge, meinst du? Ja, und die Sache hat was gebracht. Ich werde eine Kiffwurst-Erkältungstinktur auf den Markt bringen. So was wie Hustensaft. Und meine Firma trägt den Namen Shumway. Und so, dass mein Geschäftsführer Willi kümmert sich schon mal um den Vertrieb. Der Tinktur wirst du keinen Erfolg haben bei den Menschen. Im Gegenteil, Kiffwurst wird dich krank machen. Oh, und schon bist du entlassen. Gelächterfrei, bitte. Ja. Ich hab den Grill angesteckt, Leute. Am geilsten brennen die Räder.
seiner außergewöhnlichen Macht. Der Nacht, in der er auftauchte. Ich gehe in die Garage und rufe den Buschaba. Wer ist der Buschaba? Das ist mein Freund in Jugoslawien. Darf ich das Teleskop sehen, Daddy? Aber sicher, mein Sohn, der Kosmos steht zu deiner Verfügung. Kann ich mit Natalie sprechen, wenn er durchkommt? Ja, ja. Ich will dir von einem neuen Freund erzählen. Ein neuer Freund? Wie heißt er? Nash. Nash? Du machst ihn wohl nicht. Ist das ein richtiger Name? Ja. Du machst ihn wohl nicht. Ich kenne ihn nicht mehr. Nash. Brille. Hier ist K726XA Los Angeles. Ich rufe Becker. Na, wie geht's euch? Prima, bleib mal fertig. Und ich suche die Venus. Deine Wunden nachbarn zu den Western. Nein. Junge, kauf nicht. Ich hab Hunger. Nur weil du wieder deinen Kartoffelbrei gegessen hast. Ich mag keinen Kartoffelbrei. Hat jemand den Kater gefüttert? Mach ich gleich. Du kannst ihm einen Kartoffelbrei geben. Lucky frisst Katzenfutter. Hat er seinen Namen zurecht? Er ist ein wirklicher Kater. Kann ich dich eine Minute sprechen? Ja. Ich weiß nicht. Die Idee muss ja kurz wieder ins Gehege gekommen sein. Das ist gar nicht so einfach, wenn man im Grunde genommen noch ein halbes Kind hat. Ja. Aber ich spreche mit ihr und zwar jetzt gleich. Wir schaffen die Sache. Na klar, na sicher. Und das hier nur noch abschalten. Nur noch abschalten. Mein Gott. Die Sache aus der Welt, hat der Rob schon mal mit ihr gesprochen darüber? Ist das Infrarot von Mann? Niemals gemacht, der hat immerhin gesagt. Ja, ich glaube schon, ohne Folge. Ich muss mich irgendwo im Weltraum festgehabt haben. Ja. Ein Pulsar. Ein Pulsar. Hallo. 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 Hier ruft K726XAA. Hören Sie mich? Was mir lieb ist. Kennen Sie die Sprache? Warum schaltest du mich einfach an? Es geht nicht. Ich nicht verstanden. Ja. Außer Kontrolle. Sehen Sie, dass Sie mal. Klingt denn alles komisch? Oh mein Gott. Das kann doch nicht sein. Das Licht! Was ist denn hier nicht? Was noch? Was hat denn noch? Wo ist die doch jetzt erstmal raus? Ja, das ist ja. Oh, ja. Dann geht denn das noch? Ich glaube, das geht jetzt noch eine Weile. Oh, cool. Wir haben Besuch. Ja. Ich hoffe, die Sache ist so gut, wie das alles so lieb ist. Aber das, worum es ging, geht nicht. Muss man ausmachen.